Servus und herzlich willkommen in der Werkerei, heute wieder mal aus der Werkstatt und in diesem Video geht es um Sicherheit beim Arbeiten. Genauer gesagt um seinen Schiebestock für die Tischkreissäge. Es geht eigentlich ganz einfach und ganz schnell, ich habe es mir auch schon angezeichnet. Für euch gibt es unter dem Video einen Link, wo ich euch zum Ausdrucken eine Vorlage schon mal bereitgestellt habe. Das könnt ihr ausdrucken, einfach auf die Platte drauflegen und die Kanten entlang sägen. Wie gesagt, habe ich es schon drauf gezeichnet und das sägen wir jetzt einfach mit der Stichsäge. Und weil ja hier so kurvenreiche Schnitte da sind, nehme ich mein dünnes Stichsägeblatt, der extra dafür gemacht ist. Verlinke ich euch unter dem Video. Und schon geht's los. Schaut das Teil jetzt aus. Ein paar scharfe Kanten, die noch von der Stichsäge geblieben sind, die habe ich jetzt rund geschliffen. Die scharfen Kanten lassen wir natürlich nicht so. Wir wollen es ja fein greifen können hier. Deshalb holen wir uns jetzt einen Abrundfräser und gehen an die an den Frästisch. So, der Phasenfräser hier vom letzten Mal, der kommt jetzt raus. So. Ich nehme den großen mit 6 mm Radius. Fehlt nicht mehr viel, liegt gut in der Hand, keine Kanten. Unten habe ich sie noch dran gelassen, da ist es ja, das liegt ja dann plan auf dem Werkstück, das kann so bleiben. Hier vorne haben wir so eine Nase, um das auch als einfach als Schiebestock wie die mitgelieferten zu nutzen. Und hier hinten wollen wir aber noch einen Stopper haben. Den habe ich zwar angezeichnet, aber mit der Stichsäge wollte ich hier keine gerade sägen, versuchen überhaupt das zu sägen. Das machen wir jetzt anders. Ich werde hier unten nah am Ende mit 8 mm hineinbohren, gar nicht tief, nur eben, dass der Dübel hier, das kurze Stück, reinpasst. Und dann stecke ich das so weit rein, dass es um, ja, vielleicht 4 mm rausragt. Und dann können wir eben das Werkstück mit der Nase hier hinten mitschieben. So schaut es jetzt aus. Hier ein kleines Loch mit 8 mm. Ungefähr ja, wieder 3 bis 4 mm tief. Da kommt jetzt ein Klecks Leim rein. Und unser kleines Stückchen Dübel. Und wenn das getrocknet ist, war es das eigentlich. Dann schleife ich es nur noch ein bisschen ab. Vielleicht lackieren. Und schon kann man es benutzen. Jo, jetzt habe ich das Teil gebeizt, davor noch graviert hier, sieht aber nicht so schön aus, auf der Seite besser, da muss ich noch ein wenig üben. Aber das war's dann, gewachst habe ich es noch, damit die Oberfläche schön glatt ist und ja, sich das nicht zu schnell abnutzt. Und ja, zur Verwendung muss ich glaube ich nicht viel erklären, hier haben wir vorne eben diesen Ausschnitt, diese Aussparung, damit man eben so ähnlich wie das hier oder genau gleich wie das hier einfach so von hinten führen kann. Ansonsten die Verwendung eben mit dem Griff hier auflegen. Dann kann man es schön führen. Mit der Nase hier hinten kann man das Werkstück dann auch stützen von hinten und einfach vorschieben. Dann würde ich sagen, wir probieren das gute Stück gleich einmal aus und dann war es das auch schon. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls ja, dann bitte gleich abonnieren. Dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht.
Und ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal in der Werklerei. Ciao!